Herzlich willkommen heute mal wieder zu einem kleinen Case-Opening oder besser gesagt einem Crate-Opening. Diesmal zu PUBG und nicht von CS. Und wie beim letzten Mal wird es auch wieder ein kleines Giveaway geben. Wenn wir dann irgendwas Schönes hier aus den Kisten ziehen, werde ich dann bestimmt noch was vergiveawayen, wenn ich hier was Gutes bei habe. Und dann fangen wir gleich mal an. Wir haben hier 10 Wanderer Crates, 10 Survivor Crates und nochmal 2 von diesen Gamescom-Dingern, wo man noch einen Schlüssel für brauchte. Die werden wir jetzt gleich alle aufmachen. Wie ihr teilnehmen könnt, das werde ich dann nochmal in die Videobeschreibung schreiben. Wann die Auslosung ist, das sage ich dann am Ende des Videos. Und ich wünsche euch viel Spaß jetzt und hoffen wir mal, dass wir was Gutes ziehen. So, erste Case. Bloody Cumber Pants, okay, gut. Wir haben jetzt schon zweimal, die sind eh nichts wert. Mach mal Survivor Crate auf. Aber Combat Pants, White, okay. Red. Also was cool wäre natürlich auf jeden Fall so ein Coat, so einen großen langen Mantel. Die sind ja schon mega cool, wenn man die auch irgendwie empfinden kann. Oder so ein Rock, also der ist dann irgendwie, der ist auch was wert. Müsst ihr natürlich dann mal nachgucken, was er wert ist denn. So, Handschuhe immerhin. Ein gestreiften Pullover. So. Schade, dass es keine schicke Animation gibt, wenn man die Kisten öffnet, wie bei CS. Aber da geht's wenigstens relativ schnell. Baseball Cap, okay, nice. Oh, jetzt können wir zumindest mal noch was aufsetzen. Haha, okay, das sieht ein bisschen doof aus, aber egal. So, noch eine Wanderer Crate. Give it to me. Ach, wieder nur so ein blödes Tanktop. Noch ein Cappy. Working Boots. Noch ein Cap, ja. Dammit. Ja gut, das sind ja auch immerhin die Kisten, die man auch sich weekly, also wöchentlich hier, ne, abholen kann. Hoffen wir mal, dass in den Gamescom-Kisten noch was drin ist, oder dass wir vielleicht doch noch hier mit der letzten Wanderer Crate einen Rock kriegen oder eine coole Sonnenbrille. Trommelwirbel. Oh, schade, okay. Gut, dann noch eine Survival Crate. Okay, und wieder die Handschuhe, gut. Und jetzt zum Abschluss noch 2 Gamescom-Kisten, die wir mit einem Schlüssel aufmachen müssen. Ja, wir haben einen Schlüssel. The chance to receive these bonus items. Tuxedo Set. Ah, hier kann man dieses Set kriegen, okay. Gut, dann use Key. Wir probieren es aus. Und wir haben Black. Okay, eine schwarze Hose gekriegt. Und die letzte Kiste, die noch vorhanden ist. Was wäre cool, ein rotes Item oder so ein Purple Item oder vielleicht so ein Set. Und, okay, eine Jacke. Gut, da war jetzt eigentlich nicht so viel krasses Zeug dabei. Aber zumindest mal gucken, was es denn wert ist, alles. So, das Inventar. Hoppa, nicht marktfähig. Handelbar. Ab dem 15. Ja, okay. 5 Euro ist immerhin die Jacke wert, okay. Und diese hier 18 Cent. Gut, das heißt, eine Mandarin Jacket. 5 Euro ist doch ganz okay noch. Gibt es zu gewinnen für euch. Der Rest ist halt nichts mehr, ist alles nur Crap. Okay, 4,83 €. Preis sinkt, also haltet euch ran. Na gut, hier war noch ganz kurz Tante vielleicht. So, gut, also, die Mandarin Jacket werde ich vergiveawayen. Und zwar könnt ihr bis einschließlich dem 24. teilnehmen. Am 25. werde ich die Auslosung machen. Und ihr schreibt einfach, ihr gebt dem Video ein Like auf jeden Fall. Also ein Like müsste aber wäre cool, also like das Video. Und schreibt dann in die Kommentare, Mandarin Jacket. Und euer Profillink wäre wieder ganz praktisch, dann könnte ich da direkt auch die Anfrage dann an euch schicken. Und wie gesagt, am 25. September ist die Auslosung.
könnt diese Mandarin Jacket für Players Unknown Battlegrounds gewinnen. Selbst wenn ihr das Spiel nicht habt, ne, also die Gegenstände, die sind ja marktfähig. Das heißt, ihr könnt sie auch verkaufen, einfach um Steam-Markt euch da ein bisschen Guthaben abgreifen. Ja, und wünsche allen Teilnehmern viel Glück und tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Viel Spaß!